Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit einem echten Dickschiff, nämlich dem Mercedes G500. Wir reden hier über ein Auto mit einem V8 unter der Haube, richtig Gewicht an Bord. Und was mich jetzt interessiert ist, wie viel braucht er eigentlich bei 100 Kilometern durch die Stadt, über Land und über die Autobahn? Auf geht's zu meiner Runde 100 Kilometer im G500, also der aktuellen G-Klasse. Und wir haben, wie gesagt, den 500er gerade hier unterm Hintern, oder ich vielmehr. Und der wird befeuert von einem sehr schönen 4 Liter V8 Motor und bringt damit auch die entsprechende Leistung mit, die man sich für so ein Auto wünscht. Wir haben hier im Fahrzeug 422 PS, 610 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das Ganze gekoppelt serienmäßig mit Allradantrieb und der 9G-Tronic, also dem neunstufigen Automatikgetriebe. Und das macht sich hier in der G-Klasse ganz gut. Also um Vortrieb muss ich mich hier nicht kümmern. Aber was uns ja viel mehr interessiert ist, was braucht so eine G-Klasse eigentlich mit diesem Motor auf 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn? Und Mercedes gibt den Wert an mit 12,1 Litern im Durchschnitt. Da merkt ihr direkt schon mal, das ist jetzt nicht unbedingt das sparsamste Auto der Welt, aber hier werden auch rund 2,5 Tonnen bewegt und das Ganze in der Form einer, naja, ich sag mal, eines Schuhkartons mit einem kleinen Einschnitt vorne, um die Frontscheibe ziemlich senkrecht anzubringen. Also da ist sicherlich nicht das Optimum erreicht, wenn es um den Luftwiderstand geht. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren jetzt einfach mal, fahren vorschriftsmäßig unsere 100 Kilometer und schauen mal, was dieser G denn so alles zu bieten hat. Aktuell zeigt mein Außenthermometer nur 16 Grad an. Allerdings sagt das natürlich den Wert, den wir im Schatten haben sollen. Es fühlt sich draußen deutlich wärmer an. Und deswegen habe ich wie immer bei mir hier im Auto die Klimaanlage eingeschaltet. Wie immer auf 22 Grad und ebenfalls wie immer auf der zweitkleinsten Lüfterstufe, weil die Klimaanlage hier, die ist relativ leise, also das Gebläse, sodass ich hier noch so ein bisschen Frischluft kriege und nicht komplett eingehe. Denn die Temperaturen, wenn wir jetzt gerade sehen, während ich diesen Satz sage, ist meine Temperaturanzeige für außen schon auf 22 Grad gestiegen. Und ich glaube, die wird noch ein bisschen weiter klettern, 22,5. Also einen sagen wir, verlässlichen Wert gebe ich dann ein bisschen später nochmal ab, aber es ist tatsächlich sehr warm heute und das sollten wir auf jeden Fall auch mit in Betracht ziehen, wenn wir nachher über die Verbräuche sprechen. 12,1 Liter halte ich für ja einen Wert, den man sicherlich erreichen kann. Ob man den im Durchschnitt erreicht, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Aktuell zeigt das Fahrzeug an 17,8 Liter auf 100 Kilometer, aber ich bin auch gerade erst losgefahren, da muss ich erstmal so ein bisschen eincruisen. Mehr dazu dann gleich. Während ich hier so gemütlich über Land fahre, mal kurz ein paar Informationen zum Thema Platzangebot in der G-Klasse. Dazu muss man wissen, dass die neue G-Klasse rund 12 cm breiter geworden ist und rund 5 cm länger. Und das merkt man massiv hier im Innenraum. Also es gibt deutlich mehr Beinfreiheit vorne wie auch hinten. Gerade die Vornpassagiere, die profitieren massiv davon. Und in der alten G-Klasse habe ich mich persönlich nie wohlgefühlt, unabhängig vom Fahrverhalten des Fahrzeugs. War es wirklich so, das war für mich einfach zu eng. Hier ist es so, dass ich sage, als Fahrer oder Beifahrer sitzt man wirklich gut. Man sitzt sehr aufrecht und sehr hoch, was ich extrem mag. Dieses über der Straße schweben finde ich super. Und das Platzangebot hier, auch für große Menschen wie mich mit knapp 1 Meter oder rund 1,95 Meter, ist wirklich gut. Also ich sitze so, wie ich es haben möchte. Ich habe vernünftig Platz. Ich habe nach oben noch Luft. Und das, obwohl wir hier das optionale Schiebedach verbaut haben, kann mich also im Auto wirklich wohlfühlen. Das gilt auch für meinen Beifahrer. Und was man aber hier im Auto wissen muss, die G-Klasse ist trotzdem im Fond, wie ich finde, kein Raumwunder, trotz der Größe des Fahrzeugs. Aber das schauen wir uns bei einem kurzen Zwischenstopp doch nochmal an, ob ich dann überhaupt hinter mir sitzen kann. So, wie immer, einmal anhalten, um zu schauen, kann ich eigentlich hinter mir sitzen. Wir lassen mal auf. Wie eben habe ich meinen Sitz nicht verstellt und wenn wir hier reinschauen, werdet ihr Folgendes feststellen. Die G-Klasse ist länger geworden, rund 5 cm, mehr Radstand
und soll jetzt hinten 15 cm mehr Beinfreiheit liefern. Also richtig viel Raum hinten zusätzlich. Aber wenn jemand wie ich vorne sitzt in der G-Klasse, kann es hinten trotzdem eng werden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich kletter mal da rein. Ich kann hier sitzen. Im Moment drückt die Kopfstütze in meinen Rücken, aber die kann man hochstellen. Wie ihr aber seht, ich habe hier vorne, an den Knien habe ich Platz. Kopffreiheit habe ich auch noch. Also ich kann hinter mir sitzen und ich denke, wenn ich hier hinten reinpasse, wobei ich ja quasi auch vorne sitze, dann passt hier jeder andere auch rein. Und damit hat es sich tatsächlich gelohnt, dass die neue G-Klasse hinten eben deutlich mehr Platz kriegt, denn in der alten konnte ich hinten nicht sitzen. Die G-Klasse kommt relativ gut ausgestattet bereits in der Basis daher. Und so gibt es zum Beispiel im Fahrzeug bereits ab Werk eine Sitzheizung vorne wie hinten, eine Klimaautomatik mit drei unterschiedlichen Zonen, also Fahrer, Beifahrer und Fond. Es gibt hier unter anderem natürlich Sachen wie Fensterheber. Es gibt schlüsselloses Fahren, also das heißt, ich muss den Schlüssel nur mit an Bord haben. Und viele weitere Kleinigkeiten, wo man woanders sicherlich dafür bezahlen muss. Wenn wir uns das Thema Infotainment anschauen und das Thema Cockpit anschauen, dann ist es so, dass die G-Klasse serienmäßig hier rechts einen 12,3 Zoll Monitor hat mit dem entsprechenden Infotainment-System dahinter. Das heißt, ich habe das Command-System an Bord. Das heißt, ich habe bereits in der Basis schon Live-Daten dabei, das heißt Live-Verkehrsdaten. Und ich habe natürlich auch schon eine sogenannte Notruffunktion mit an Bord. Wenn ich aber hier vorne vor mir im Cockpit keine Tuben mehr sehen will, also keine klassischen Rundinstrumente, dann muss ich Geld dazu packen. Denn dieses Widescreen-Cockpit, das hier bei mir verbaut ist, das kostet dann doch rund 1000 Euro extra. Im Übrigen kleiner Nachtrag ebenfalls mit dabei für alle Leute, die ihr Mobiltelefon gerne im Auto nutzen, ist natürlich hier eine Bluetooth-Schnittstelle fürs Telefon und natürlich auch Apple CarPlay und Android Auto, also im Grunde genommen alles mit dabei, um fast jedes Mobilgerät hier mit dem Fahrzeug zu verbinden. Bevor wir uns die Front von meiner G-Klasse anschauen, mal ein kurzer Hinweis. Ich habe das große Glück, dass wir direkt neben uns gerade ein Mähdrescher seine Arbeit aufgenommen hat. Nur, dass ihr euch nicht über das Geräusch wundert. Aber jetzt mal zum Auto. Die G-Klasse ist 1,98 Meter ohne Spiegel breit, 1,96 hoch und damit von vorne eine echte Erscheinung. Und das Schöne ist, dass Mercedes auch bei der neuen G-Klasse dafür gesorgt hat, dass sie noch ein bisschen aussieht, naja, eigentlich relativ viel, wie die alte. Und deswegen finden wir am Auto zum Beispiel Dinge wie diese aufgesetzten Blinker. Typisch G-Klasse. Wir haben nach wie vor runde Scheinwerfer, übrigens bei der G-Klasse serienmäßig in LED-Technik. Und bei uns in der Sonderausstattung hier Multibeam-LED mit an Bord. Außerdem ganz wichtig, die aufgesetzte Motorhaube, ebenfalls typisch G-Klasse. Wenn wir uns das Auto weiter anschauen, wir haben hier diesen schönen großen Grill. Bei uns zieren den diese Chromleisten. Das liegt daran, dass unser Fahrzeug die AMG-Line-Ausstattung hat und damit haben wir eben diese Chromelemente mit an der Front. Ansonsten kann man von vorne schon sehr schön sehen, der Wagen liegt hoch. Das heißt, natürlich für eine G-Klasse, wir haben viel Bodenfreiheit, haben die Möglichkeit auch mal durch eine etwas steilere Geschichte durchzufahren und deswegen der Wagen vorne hoch, wie ich finde, gerade von vorne eine echte Erscheinung. Mein persönliches Highlight oder sagen wir eines meiner persönlichen Highlights hier im Fahrzeug ist, ich habe die sogenannten Multikontursitze verbaut. Die kosten rund 3.500 Euro, haben aber den großen Vorteil, dass ich mir den Sitz wirklich genau so einstellen kann, wie ich es gerne möchte. Und ganz wichtig, ich kann auch zum Beispiel die Seitenwangen einstellen, wie eng die sein sollen. Das heißt, ich kann den wirklich sehr schön auf mich anpassen. Außerdem ganz wichtig, diese Sitze haben eine Massagefunktion. Das kann man tatsächlich äußerst genießen. Und wichtig, das sind aktive Sitze. Das heißt, die Seitenwangen, das kann ich einstellen, wie stark ich es haben möchte, arbeiten quasi gegen die Kurvenbeschleunigung. Das heißt, wenn ich in eine Kurve nach links reinfahre, dann bläst sich die rechte Seitenwange etwas stärker auf und das stabilisiert einfach mich im Sitz und macht das Fahren gerade auf kurvigen Strecken deutlich komfortabler. Ein weiterer Vorteil dieses Sitzpakets ist, dass meine Sitze nicht nur beheizbar sind hier vorne, was sie eh in Serie schon sind, sondern sie sind auch belüftet. Und das heißt für mich, ich kann einfach für Abkühlung im Sitz sorgen, gerade bei Temperaturen wie jetzt, sehr praktisch. Und deswegen ist es bei mir aktuell auch eingeschaltet.
Wenn ich mich hier in meiner G-Klasse mal so umschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, finde ich, ein echter Platz zum Wohlfühlen. Nicht nur, dass wir hier diese schönen Materialien und die tolle Verarbeitung haben, wie zum Beispiel hier diese Lüfterauslässe mit dieser gebürsteten Alu-Optik, die wir immer wieder finden. Die finden wir bei den Bedienelementen hier für die Sitze zum Beispiel, die finde ich an den Türgriffen, die finde ich bei der Soundanlage wieder und habe sie hier auch immer mal ein Tourenbrett drin. Ich habe aber dazu noch Leder, schöne Ziernähte hier bei uns in Rot und zum Beispiel hier auch diesen Haltegriff, so ein bisschen robuster, so soll an Offroad erinnern. Vorne Klavierlack, dann Leder dahinter. Einfach insgesamt eine wirklich richtig schöne Optik, gerade auch in Verbindung hier mit dem dunklen Dach. Das ist wirklich ein Platz, wo man sich wohlfühlt, wo man eigentlich sieht, dass das Auto sein Geld wert ist. Aber was natürlich auch wichtig ist bei einer G-Klasse, wie praktisch ist die eigentlich, wenn man drin sitzt? Und da sind wir beim Thema Ablagesysteme. Der Mercedes hier, der bietet, wie wir das kennen, in der Tür große Ablagen, auch für große Flaschen, vernünftig großes Fach auf beiden Seiten, hinten das gleiche Spiel. Außerdem habe ich hier vorne diese verdeckbaren beiden Cupholder, also die Becherhalter. Oben auch mit der Klavierlackoptik geschlossen, sieht super edel aus. Und dann habe ich natürlich bei Mercedes typisch hier in der Mittelkonsole dieses Handschuhfach oder Fach unter der Armlehne, das geteilt aufgeht, das schön groß ist, das funktioniert super. Da drin sind dann auch die USB-Anschlüsse. Der einzige Nachteil ist, wenn ich ein Ladekabel rausziehen möchte und möchte die zumachen, muss ich es immer hier vorne durchfädeln und so ein bisschen einklemmen. Das finde ich so ein bisschen schade, aber es ist halt ein typisches Mercedes-Thema dann wieder. Ansonsten auch sehr schön, wir haben in der G-Klasse jetzt auch das neue Lenkrad verbaut. Das heißt auch hier wieder mit den Sensoren, mit diesen Touch-Control-Einheiten, wo ich mit der linken Hand das linke komplette Display steuern kann, mit der rechten Hand das rechte Display. Und so muss ich quasi beim Autofahren, auch wenn ich ohne Sprachbedienung arbeiten will, nie die Hände vom Lenkrad nehmen und vor allen Dingen auch nicht den Blick senken, um zu gucken, wo ist eigentlich welcher Schalter. Finde ich persönlich, funktioniert sehr ordentlich und insgesamt, ganz ehrlich, Eindruck 1A. Da finde ich hier in der G-Klasse diese beiden großen Bildschirme unter einem Stück Glas verbaut. Wunderschön anzusehen, toll abzulesen. Aber ganz wichtig ist, obwohl die G-Klasse zu den eher teuren Mercedes-Typen gehört, gibt es für die G-Klasse nicht das neue Infotainment-System MBUX inklusive der Sprachsteuerung mit Hey Mercedes. Denn als die G-Klasse geplant und gebaut wurde, gab es das System noch nicht. Das ist ein bisschen schade, denn damit habe ich hier rechts zum Beispiel auch keinen Touchscreen und muss wieder über die Bedienelemente am Lenkrad arbeiten oder über die Mittelkonsole. Und ich habe natürlich auch diese neue Sprachsteuerung nicht mit an Bord. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das vielleicht beim nächsten Facelift dann auch in der G-Klasse wieder zur Serie gehört. So, wir haben jetzt die ersten rund 25 Kilometer hinter uns und jetzt geht's für uns wie immer gleich auf die Autobahn und da wollen wir noch mal schauen, was unser G500 da so leistet. Ich bin mal sehr gespannt und denke mal, der wird uns nicht enttäuschen. Wie gesagt, 210 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wir haben bis jetzt hier einen Durchschnittsverbrauch von 12,4, den das Auto aktuell anzeigt, also nur 0,3 über dem angegebenen Wert. Sprechen wir noch mal über das Thema Fahrwerk, Lenkung, Bremse, Antrieb. Und da kann ich nur sagen, für so ein großes, schweres Auto fährt sich die neue G-Klasse gerade auf der Straße deutlich besser als der Vorgänger. Also ich habe immer böswillig gesagt, die alte G-Klasse fährt sich auf der Straße wie ein Sack Muscheln. Einfach wirklich total indirekt, null präzise. Und gerade wenn man dann sagt, man fährt zum Beispiel eine AMG-Version und erwartet Performance, dann ist die Leistung da. Aber das Auto wirklich zügig zu bewegen, ist eine echte Herausforderung. Und das hat Mercedes jetzt mit der neuen G-Klasse komplett verändert. Das hier ist ein Auto, das kann man tatsächlich auf der Straße wirklich richtig gut fahren. Und ich bin, glaube ich, jetzt mittlerweile schon 4 der neuen G-Klassen gefahren mit unterschiedlichen Motorisierungen. Das gilt für alle Fahrzeuge. Der Wagen ist für seine Größe und auch für die Radgröße, die wir hier fahren, da sind, glaube ich, 20 Zöller drauf montiert, wirklich richtig schön präzise und fast schon leichtfüßig zu lenken. Ja, natürlich merkt man das Gewicht, aber trotzdem, der Wagen fühlt sich einfach viel besser, viel direkter an. Wir haben eine relativ straffe Abstimmung im Auto, aber die ist wirklich noch mehr als komfortabel genug. Das Thema Wank-Neig-Bewegung hat sich massiv verändert. Der Wagen liegt wesentlich stabiler auf der Straße, ohne unkomfortabel zu sein. Und auch das Thema Gasannahme und Bremse finde ich wirklich gut. Der Wagen macht es genauso, wie ich es haben will. Das Gas ist feinfühlig genug im Onroad-Modus, im Offroad wird es nochmal feinfühliger. Und die Bremse ist vernünftig dosierbar. Und damit kann man eben dieses große, schwere Auto wirklich sehr schön fahren.
ohne, sag ich mal, sich erst ewig daran gewöhnen zu müssen, dass zum Beispiel bei der alten G-Klasse man lenkt und irgendwann lenkt das Auto dann auch. Das ist hier halt völlig anders. Der fährt sich, wenn man mal von den Ausmaßen und Gewicht absieht, wie ein ganz normaler PKW oder halt ein normales SUV. Wenn wir dann uns die Fahrleistung von dem G500 anschauen, dann kommt echt Freude auf. Also wir haben ja diesen bärenstarken 4 Liter V8 an Bord mit 422 PS. Das ist wirklich reichlich Leistung, 610 Newtonmeter Drehmoment und eben dieses 9-Gang-Automatikgetriebe. Und damit kann man den schon wirklich richtig fliegen lassen. Also wenn man hier aufs Gas tritt, passiert tatsächlich, obwohl es so ein großes, schweres Auto ist, richtig was. Der Wagen geht wirklich richtig zur Sache. Und was mir unglaublich gut gefällt, ist dabei der Sound des Autos, der einfach so satt ist, so einfach nur schön. Könnt ihr das jetzt vielleicht ein bisschen hören? Und dann habe ich ja immer noch on top die unterschiedlichen Fahrmodi, die ja ebenfalls serienmäßig mit dabei sind. Das heißt, ich kann eben von Komfort mit einem Druck hier unten umstellen auf Sport. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Und das heißt bei mir, wenn ich hier auf den Pin trete, dann habe ich wirklich Sportwagen-Sound, richtig gute Beschleunigungswerte. Die Höchstgeschwindigkeit des G500, die liegt bei 210, der könnte wahrscheinlich schneller. Viel wichtiger ist aber, dieses Riesenschiff hier beschleunigt in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100. Jetzt schalte ich mal wieder zurück in den normalen Modus, denn wir wollen ja immer noch den Verbrauch ermitteln. Und ganz im Ernst, diesen Sportmodus, den habe ich so während meiner längeren Probefahrten immer mal angemacht, wenn ich sage, ich will auf der Landstraße mal schnell noch mal jemand überholen, weil der irgendwie ein langsamer LKW ist oder sowas. Ansonsten, wenn ihr so auf aufs Gaspedal drückt, da ist immer reichlich Leistung da. Man braucht den Sportmodus tatsächlich nicht. Ich mag es halt, weil ich diesen Klang alleine schon so toll finde. Da finde ich, das lohnt sich einfach, ne? So wie jetzt auch. Lohnt sich einfach das Umschalten, allein schon für die Ohren. Was übrigens dann auch Spaß macht, wenn man dann so wie jetzt gerade hier eben abbiegt, das schaltet schön runter. Auch das hört sich alles sehr nach Sportwagen an. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht wirklich Freude. Die G-Klasse gibt es aktuell mit zwei unterschiedlichen Dieselmotorisierungen. Und zwar entweder mit 286 PS als G350D oder aber mit 330 PS als G400D. Das ist der gerade neu rausgekommene Motor. Dann gibt es unseren hier, das ist der V8 4 Liter, nämlich der G500, und der liefert 422 PS. Und natürlich gibt es eine AMG-Version, die heißt dann G63 und liefert stattliche 585 PS. So oder so, ich habe alle Motoren gefahren, kann euch sagen, egal für welchen ihr euch entscheidet, Kraft haben sie alle genug. Wichtig ist außerdem, immer mit an Bord, Allrad immer mit an Bord, das Automatikgetriebe und immer mit an Bord die Untersetzung fürs Gelände und natürlich auch die notwendigen Sperrdifferenziale. Wenn wir hier gerade in den Motorraum reinschauen, dann ist das nicht nur schön anzusehen, dass wir so einen großen Motor hier drin haben, der leider abgedeckt ist, sondern was man hier aussieht, ist die Domstrebe hier oben. Richtig schön massiv und solide gebaut, und die sorgt einfach mal dafür, dass der G im Gelände, da wo er hingehört, schön verwindungssteif ist. So, auf geht's. Hier ist die Autobahnauffahrt. Hier blubbert der Wagen schön vor sich hin, so wie es sein soll. Wie immer geht es am Anfang mal ein bisschen flotter. Wir beschleunigen mal durch, gucken mal, wie schnell sich das Auto hier Richtung Höchstgeschwindigkeit bewegt. Lassen wir den nochmal eben vorbei. Da kommt direkt schon mal der Assistenzwagen. So, und jetzt. Auch hier hat man einen schönen Sound. Was aber wichtig ist bei der G-Klasse, wir haben jetzt die 150, 160 erreicht. Könnt ihr sehr gut mitkriegen. Wir haben halt eine Karosserie, die einfach mal extrem an den Kühlschrank erinnert. Und dadurch haben wir natürlich auch Windgeräusche im Auto, auch in einem G500. Ich fahre jetzt 180. Der Wagen verhält sich auf der Straße super. Also man hat hier überhaupt kein Gefühl von, das ist zu schnell für so ein großes Auto, überhaupt nicht. Aber ihr habt die Windgeräusche. Und die nehmen halt massiv zu, wenn man so die 140, 150er Marke passiert. Und das merkt ihr, wenn ich jetzt den Fußball vom Gas nehme. Wir sind jetzt bei 150, da sind sie immer noch da. 140 ist schon deutlich weniger. Und das ist einfach der große Nachteil dieser Karosserieform. Die ist eben nicht extrem windschlüpfrig. Jetzt haben wir 120 und da wird es einfach sehr angenehm ruhig. Das Auto ist in sich oder insgesamt super gedämmt. Also ich habe hier sehr wenig
an Dingen, die mich von außen, sag mal, geräuschmäßig beeinflussen oder auch vom Fahrzeug her. Der Motorsound, der durchkommt, den finde ich super schön. Ansonsten habe ich hier eigentlich keine Geräusche im Fahrzeug. Aber wie gesagt, das Thema Wind ist eine klare Geschichte, auf die man einfach hinweisen muss. Liegt aber definitiv an der Form des Fahrzeugs und ganz sicher nicht an der Verarbeitung. Selbstverständlich hat unser G500 auch einen Tempomaten an Bord und hat hier auch einen adaptiven Tempomaten. Das heißt, ich kann die Geschwindigkeit einstellen, mit der ich fahren möchte. Das mache ich jetzt mal. Ich stelle jetzt mal auf 120. Ich sehe sie nicht, weil da ist meine Kamera davor. Jetzt habe ich sie eingestellt. Und natürlich hält er die Geschwindigkeit und achtet dabei auch auf den Verkehr vor mir, sodass er sich im Zweifelsfall dem Vordermann anpasst. Das funktioniert alles super und das ist auch alles, wie es sein soll. Wichtig ist aber bei dem G, wir haben hier im Fahrzeug zwar einen Spurhalteassistenten, der durch Bremseingriffe dafür sorgt, dass wir nicht unbeabsichtigt die Spur verlassen. Das ist aber eher so ein, ja, böse gesagt, Notfallsystem, also eher ein echtes Sicherheitsfeature. Was wir hier im Fahrzeug nicht haben, das kennen wir von vielen anderen Mercedes-Fahrzeugen, das ist ein Spurhalteassistent, der tatsächlich, wie bei der Distronic Plus, glaube ich, ist es bei Mercedes, nicht nur den Abstand hält hier, das System nicht nur den Abstand hält, sondern wo das System eben auch dafür sorgt, dass der Wagen auf der Mitte der Straße bleibt und dass ich quasi die Hände vom Lenkrad nehmen kann, zumindest wenn ich es möchte. Natürlich bin ich immer noch für den Wagen verantwortlich, aber wie gesagt, der Wagen bleibt grundsätzlich in der Mitte der Fahrbahn. Das haben wir hier nicht an Bord und logischerweise haben wir dann auch nicht das, was wir zum Beispiel aus der E- und aus der S-Klasse oder jetzt auch aus dem GLS kennen, nämlich das automatische Überholen. Das heißt, Blinker angetippt, das Fahrzeug guckt, ob der Weg frei ist, fährt auf der Autobahn raus, man überholt und mit dem Blinker nach rechts wird wieder automatisch eingeschert. Das sind einfach Assistenzsysteme, die gibt es hier in der G-Klasse leider nicht. Mit an Bord übrigens hier serienmäßig, wenn wir über das Thema Sicherheitssysteme sprechen, ist natürlich eine Notbremsfunktion im Fahrzeug, die ist immer mit drin. Und wir haben hier natürlich auch Sachen wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera mit an Bord. Ebenfalls kostenlos erhältlich ist eine 360-Grad-Kamera hier im Fahrzeug. Was man außerdem mit dazu bekommt, sind die Warner, also der ganze Sensorikbereich für das Einparken, die normalen Parkwarner, sage ich mal. Aber wenn man das automatische Einparken haben will, das wiederum kostet dann leider doch extra. Wo ich hier gerade so gemütlich über die Autobahn fahre mit meinem adaptiven Tempomaten, jetzt bei Tempo 130, sprechen wir mal über den Preis von so einer G-Klasse. Jeder, der die G-Klasse kennt, weiß, das Auto ist definitiv kein Schnäppchen. Und so fängt der günstigste G, das ist der 350D, also mit dem 3 Liter 6-Zylinder Dieselmotor an Bord, der fängt an bei 97.000 Euro, so roundabout. Also wirklich nicht günstig. Der G500, den wir fahren, der startet erst bei rund 110.000 Euro. Also da muss man schon richtig Geld auf den Tisch legen und da kommt natürlich noch ein bisschen Ausstattung dazu, wenn man das Auto wirklich hübsch machen will. Wer jetzt sagt, reicht mir nicht, Leistung will ich haben, so viel wie geht, für den gibt es natürlich noch ein G63, also die AMG-Variante. Wer sich dafür interessiert, sollte aber wissen, dieses Auto startet mit einem Einstiegspreis von über 150.000 Euro. Und das ist dann mal so richtig Geld. Und ganz wichtig dabei ist, es gibt definitiv genug Leute, die so ein G haben wollen, denn aktuell ist es so, wenn ich heute eine G-Klasse bestelle, wir haben jetzt während meiner Fahrt hier Juli, dann kriege ich das Auto nicht vor nächstem Jahr August. Wenn wir uns die G-Klasse so anschauen, die ist übrigens lediglich 4,87 Meter lang. Also schon ein wirklich großes Auto, hat außerdem auch beim Radstand jetzt mit der neuen Version ordentlich zugelegt und das sorgt natürlich für mehr Platz im Innenraum, vor allen Dingen im Fond. Aber wenn wir uns unsere G-Klasse anschauen, dann sehen wir normalerweise G-Klasse Serienausstattung 18 Zoll Alus. Wir haben hier 20 Zoll da drauf und ich finde, das sieht richtig ordentlich aus. Übrigens, das ist bei der AMG-Line, die wir ja fahren, serienmäßig. Die kostet allerdings, wenn ihr sie dazu bestellt, 3.600 Euro, so più meno. Ansonsten finden wir an der Seite vom Fahrzeug auch wieder viele Dinge, die typisch G-Klasse sind. Zum einen hier die ausgestellten Radhäuser, die übrigens bei der AMG-Line ebenfalls noch mal ein bisschen breiter sind. Dann ganz wichtig, typisch G-Klasse und gewollt, von außen aufgesetzte Türscharniere. Findet man heutzutage eigentlich bei keinem anderen Auto mehr. Das hat man bei Mercedes einfach beibehalten, um diesen robusten Look vom Auto auch im neuen Modell wieder mal zu zeigen. Das Gleiche gilt für die Türgriffe. Ich finde das immer sehr spannend, wenn ich hier zum Beispiel meine Kinder oder Freunde mitnehme, die stehen dann da und Tür geht nicht auf. Nee, das sind die alten mit dem Knopf. Muss man also draufdrücken. Auch wieder typisch G-Klasse. Und noch was ist typisch G-Klasse, nämlich das hier.
Das habt ihr auch heute kaum noch irgendwo. Hört sich immer an, als würde ich so eine Panzertür zuschlagen. Das ist, wie gesagt, G-Klasse pur. Und was natürlich ebenfalls G-Klasse ist, ist die Form des Autos. Motorhaube, steile Scheibe, ansonsten schön boxy und natürlich hochgelegen. Das Auto hat übrigens eine Wahrtiefe, ich glaube, von mittlerweile 70 Zentimetern. Also da hat er rund 10 Zentimeter zugelegt. Und wie man sieht, kurze Überhänge vorne wie hinten, das ist ein echter Offroader. So, jetzt war gerade das Temposchild da, 120, und das heißt für mich, wir sind wieder auf diesem Stück Autobahn, wo ich eben nicht schneller fahren darf, und damit lassen wir es jetzt mal mit 120 gemütlich rollen. Übrigens, der aktuelle Verbrauch, der mir angezeigt wird, 13,9 Liter im Durchschnitt, und damit liegen wir aktuell rund 1,8 Liter über dem angegebenen Durchschnittsverbrauch, aber wir bewegen uns halt auch auf der Autobahn, und das mit einem Auto, das beim Thema Aerodynamik wohl nicht den ersten Preis macht. Im Übrigen, wen die Windgeräusche bei schneller Fahrt zu sehr stören und wer sich denkt, da könnte ich vielleicht mit Musik gegensteuern, dem kann ich nur empfehlen, die Option zu bestellen. Die nennt sich hier Burmeister Sound System. Und das habe ich hier mit an Bord. Kann ich euch jetzt nicht vorspielen, weil dann versteht ihr mich nicht mehr. Der Sound in dem Auto ist wirklich großartig mit dem System. Mehrpreis, wenn ich mich richtig erinnere, rund 1500 Euro. Aber ich denke, das ist definitiv eine Option, die man setzen sollte bei seinem Auto, denn das Soundsystem ist wirklich richtig gut. Meine Autobahnfahrt, die nähert sich jetzt gerade dem Ende. Und aktuell immer noch 13,9 Liter auf 100 Kilometer. Wie ich finde, für das, was wir auf dem Stück Autobahn gemacht haben, völlig in Ordnung. Definitiv nicht zu viel. Und wir sind halt weniger als 2 Liter über dem angegebenen Durchschnittswert mittlerweile. Denke ich, bei so einem großen Auto jetzt keine große Geschichte. Jetzt schon wieder bei 13,8, also das ist so ein Wert, den kann man, glaube ich, bei so einem Fahrzeug ganz gut leben. Was man von hinten, wenn man etwas tiefer aufs Auto schaut, gut sehen kann, ist die Bodenfreiheit. Rund 24 cm sind das bei der G-Klasse, also sollte reichen für den ein oder anderen Offroad-Einsatz. Aber viel wichtiger am Heck natürlich, weil wir über eine G-Klasse reden, Reserverad auf der Kofferraumklappe. Bei uns hier außen Chrom und hier mit Wagen in Warenfarbe lackiert, finde ich persönlich sehr schön. Dann außerdem natürlich ganz wichtig, auch hier wieder der Türgriff, wie wir ihn von der G-Klasse kennen, mit dem Knopf. Und ganz wichtig jetzt bei diesem Modell LED Technik in den Rückleuchten. Übrigens, bei der Front habe ich Unfug erzählt, und zwar zum Kühlergrill mit dem Chrom. Den gibt es immer. Was es nicht gibt, das sind diese Chromelemente, die wir vorne wie hinten finden werden. Die sind tatsächlich Teil der AMG-Ausstattung. Ansonsten finde ich von hinten eine wirklich große Erscheinung, ein echter Koffer, wenn man den vor sich hat. Und was wir hier hinten natürlich auch wieder finden, das könnt ihr von da schwierig sehen, das sind die beiden Scharniere hier, denn die sind genau wie bei der Tür von außen aufgesetzt und wirken damit extrem robust, so wie ich finde, der Rest des ganzen Autos. Die G-Klasse, die ich fahre, die hat das sogenannte AMG-Line-Paket an Bord. Und das sieht man vor allen Dingen außen an dem ganzen, so ein bisschen sportlicheren Look dieser G-Klasse. Aber hier drin gibt es auch etwas, was mich persönlich sehr anspricht. Und zwar sind das diese roten Sitzgurte hier. Ich finde, mit dem schwarzen Interieur bilden die einfach nochmal so ein richtig schönen Akzent. Die heben das Ganze nochmal heraus aus der Masse. Und ich finde, das kann man, wenn man G-Klasse fährt, ganz gut gebrauchen, dass man auch mal so ein bisschen was Besonderes dabei hat. So, jetzt geht es Richtung Stadt oder Stadtrandgebiet, also Richtung 50er-Zone, um mal zu schauen, wie sich denn unser Verbrauch dann verändert. Dank meines kleinen Zwischensprints bin ich aktuell bei 14,4 in der Anzeige, aber das ist eher diesem kurzen Sprint geschuldet, den ich gerade hingelegt habe. Jetzt kommt übrigens etwas, was auch noch mal ganz spannend ist zum Thema Komfort und Fahrwerk, nämlich ein Bahnübergang. Da werdet ihr jetzt auch sehen, dass der Wagen auch bei so einem unebenen Bahnübergang, wie ich finde, einen guten Job macht. Hier ganz smooth, ganz easy, gibt es aus meiner Seite aus absolut nichts zu bemängeln. Im Übrigen noch mal so zwischendurch. Sicherlich fällt euch auf, dass es mir sehr schwer fällt, hier beim Fahrzeug Dinge zu finden, die man bemängeln muss. Das liegt aber auch daran, dass das Auto eben wirklich richtig
gut ist. Qualitativ hochwertig, toll verarbeitet, tolle Materialien. Und da fällt es eben schwer, Dinge zu finden, die man schlecht findet. So, jetzt sind wir tatsächlich dort angekommen, wo man 50 bzw. stellenweise 30 fährt. Und genau das machen wir jetzt auch. Und ich bin mal sehr gespannt, wohin sich unser Verbrauch jetzt bewegt. Aktuell 14,2 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt schauen wir mal, was während unserer Stadtfahrt daraus wird, ob sich die G-Klasse hier mehr gönnt oder ob sie vielleicht auch dank der Stopp-Start-Automatik, die mit an Bord ist, eventuell weniger verbraucht, als ich aktuell vom Fahrzeug erwarte. Für alle die, die es nicht mitbekommen haben, jetzt kommt nochmal ein Bahnübergang. Der ist, meine ich, sogar noch ein bisschen welliger als der letzte. Und jetzt fahren wir da mal drüber und schauen mal. Ich wette drauf, auch hier wird es wieder sehr gemütlich bleiben. Federt der Wagen einfach ganz gemütlich weg. Übrigens, für alle, die dieses zwischendurch so ein leichtes Knarzen hören, oder ja, mehr ein Rascheln als ein Knarzen, das ist übrigens meine Kamera. Ich weiß aktuell nicht, warum die jetzt so ein Theater macht, aber die reagiert tatsächlich auf so kleine Vibrationen aktuell. Wenn euch das stört, das ist nicht das Auto, das ist in dem Fall tatsächlich die Kamera. Ich glaube, es ist das Objektiv, aber das muss ich nachher mal in Ruhe nachschauen. Jetzt kann man schön merken, bei dieser langsamen Fahrt durch die Stadt, aktuell auf einer relativ glatten Oberfläche, was die Straße angeht, wie leise dieses Auto ist, wenn man einfach mal ruhig dahin gleitet. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich finde, da hat der G unglaublich an Komfort zugelegt. Das ist extrem ruhig, extrem leise. Und das ist mir das erste Mal tatsächlich aufgefallen bei meiner Probefahrt mit dem G350D, also mit dem Diesel. Und auch hier bei dem G500 einfach eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre im Auto, sehr schön ruhig. Und das ist für mich ein großes Thema, wenn es um das Thema Gesamtkomfort im Auto geht. So, Start, Stopp. Auto ist aus, Fuß von der Bremse, Auto wieder an. Macht er richtig schön unaufgeregt. Aber man merkt das gar nicht, wenn der Motor ausgeht. Man merkt eigentlich auch das Anspringen nicht wirklich. Gibt es keine Vibrationen oder sowas im Auto. Macht er wirklich sehr gut und sehr ruhig. Und vor allen Dingen ist er sofort da. Also ich muss nicht warten, bis der Wagen wieder läuft, sondern kann sofort, weil ich den Fuß von der Bremse nehme, quasi sofort wieder Gas geben. Auto fährt sofort wieder los. Jetzt haben wir ein paar Kilometerchen hier in der Stadt bereits gefahren. Verbrauch liegt jetzt angezeigt bei 14 Litern. Es gab aber jetzt auch kein großes Stop and Go oder ähnliches. Wir sind eigentlich vernünftig durchgerollt. Ganz gemütlich mit 50 die meiste Zeit. Und da ist der Verbrauch jetzt, wie gesagt, nicht groß gesunken. Aber ich denke, der 14 als Durchschnitt kann man wahrscheinlich dann irgendwie doch noch leben. Und jetzt fahren wir wieder etwas mehr in die Innenstadt rein. Wieder zu meinem, da haben wir so schönen Lieblingsteil hier in Landshut. Jetzt geht es hier gerade über die Isar. Und was bei diesem Auto noch ganz wichtig ist, für alle, die sich für so eine G-Klasse entscheiden oder entscheiden wollen. Der Wagen ist nicht ganz 5 Meter lang, ist aber auch knapp unter 2 Meter breit. Und das ohne Spiegel. Also es ist wirklich ein sehr großes Auto. Und da kann man natürlich sehr schnell das Gefühl kriegen, zu sagen, boah, viel zu groß, vor allem viel zu breit, gerade in der Stadt und Parkplätze und schwierig und ich weiß nicht, wie ich mich da wohlfühle beim Fahren. Und da habe ich eine ganz witzige Erfahrung gemacht. Das eine ist, das Fahrzeug ist halt relativ gut zu überschauen, weil man eben sehr hoch sitzt, schöne gerade Fensterflächen um sich rum hat und der Wagen insgesamt halt sehr gerade gebaut ist. Das heißt, wenn ich hier vorne an die Haube gucke, und weiß, da ist die Haube zu Ende, dann kommt eben danach auch nichts mehr. Dann geht es halt mehr oder weniger gerade runter, da ist ein bisschen Stoßstange davor, aber es geht mehr oder weniger gerade runter. Das gleiche ist nach hinten, wenn ich schaue, sage, okay, da ist das Glas inklusive dem Reserverad, dann ist es einfach so, dass der Wagen da tatsächlich aufhört. Auch die Seiten, hier ist eben nichts groß, was irgendwie nicht sichtbar ist im Fahrzeug, wenn man tief im Auto sitzen würde oder sowas. Das ist das eine Ding. Also man hat schon einen relativ guten Überblick und natürlich ganz wichtig beim Rangieren ist, eine Rückfahrkamera, Parkpieper und eine 360-Grad-Kamera. Und damit ist man wirklich sehr ordentlich unterwegs. Was ich aber für mich persönlich viel wichtiger finde, ist, dass meine Frau mit dem Fahrzeug gefahren ist und hat gesagt, wir hatten parallel dazu, vielleicht haben es einige von euch gesehen, einen Suzuki Jimny zu Hause. Ähnliches Konzept, auch sehr gerade, sehr kastig. Und sie kam nach Hause und sagte, der hat den Wagen mitgenommen, ist einkaufen gefahren. Um einfach mal zu gucken, wie macht er sich dann auf dem Parkplatz und sagt,
Ich bin auf den Parkplatz gefahren, habe die Parklücke gesehen, reingefahren, das Auto stand sofort mittig. Beim Jimny passierte ihr das nicht, weil der halt so klein ist, dass man nie genau weiß, wie viel Platz habe ich eigentlich rechts oder links. Also man kann auch mit dem Auto problemlos parken. Ja, ich würde mir überlegen, ob ich damit in das kleinste Parkhaus meiner Stadt fahre. Das sicher nicht. Aber grundsätzlich ist er eigentlich leichter einzuparken, als man das im ersten Moment erwartet. Und ganz wichtig ist, wie gesagt, auch meine Frau kam zurück und sagte, überhaupt kein Problem, fährt sich eigentlich richtig gut, funktioniert auch in der Stadt. Und das, denke ich, ist ein doch halbwegs vernünftiger oder nicht ganz unwichtiger Hinweis, dass man eben weiß, man muss mit so einem Auto, so wie jetzt auch, ich fahre hier durch eine Baustelle, alles relativ eng. Man hat das relativ schnell im Griff mit dem Ausmaßen des Autos, mit den Abmaßen des Autos und fühlt sich im Fahrzeug wirklich gut aufgehoben und hat nie das Gefühl, dass man jetzt nicht weiß, passt das noch? Man sieht sehr, sehr schnell, ob es passt oder nicht. Naja, und im Zweifelsfall hört man es dann danach, wenn es nicht passt. Aber tatsächlich ist es so, dass man hier im Fahrzeug wirklich das Gefühl für die Maße des Autos sehr schnell mitnimmt. Und dann setzt eben nie dieses ungute Gefühl ein des Nichtwissens, ob das denn jetzt geht oder nicht. So, jetzt fahren wir hier wieder in die 30er-Zone. Das heißt für uns etwas ruhigere Fahrt. Aber ganz wichtig außerdem, dass hier ist auch die Ecke mit dem etwas unebeneren Untergrund, nämlich aktuell hier so ein Flickenteppich aus Teer und gleich ganz wichtig Kopfsteinpflaster. Dann nochmal der Hinweis, wenn ihr was klappern hört, wird es die Kamera sein von mir aktuell. Ich weiß nicht, warum die plötzlich anfängt zu klappern, aber eine meiner drei hier verbauten Kameras macht aktuell Geräusche. Für alle, die mit dem, die was zum Thema Offroad-Fahren mit der G-Klasse sehen wollen oder wissen wollen, natürlich ist hier im Fahrzeug immer ein Allradantrieb mit an Bord und das gilt für alle G-Klassen. Und ganz wichtig ist, ebenfalls mit an Bord sind die drei Differentialsperren, also vorne, Mitte, hinten. Und ich habe gerade eine Geschichte gemacht zum Thema Offroad-Fahren, nämlich im neuen Experience Center der G-Klasse in Graz. Da blende ich euch mal kurz den Link dazu ein, da könnt ihr euch mal anschauen, was die G-Klasse alles kann. Ich kann euch definitiv versprechen, mit der G-Klasse fahrt ihr dahin, wo ihr nicht hinlaufen mögt. Also das Auto kann im Gelände alles. Und ich habe es tatsächlich schon an mehreren Stellen mit unterschiedlichsten Fahrzeugen probiert, egal welche Motorisierung, geht immer. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt mit dem AMG machen, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, und jetzt geht es nämlich für uns hier nach Landshut Rhein. Das ist die Altstadt, die vor uns liegt, mein Lieblingsplatz hier in der Stadt. Und jetzt sind wir auf Kopfsteinpflaster unterwegs. Wenn wir jetzt mal dieses nervige Geräusch von der Kamera ausklammern, dann merkt ihr, ich sitze hier komplett entspannt, komplett ruhig. Das Auto fährt hier trotz des wirklich unebenen Untergrunds, wofür eben die Kamera ein guter Indikator ist, sehr gemütlich drüber, sehr ruhig. Ich habe ein bisschen Bewegung im Auto, aber nichts, was mich tatsächlich auch nur, das muss ich ja jemanden durchlassen, nichts, was mich aber auch nur ansatzweise an die echte Beschaffenheit erinnert. Also der Wagen ist hier wirklich sehr ruhig. Ich höre hier im Auto von dem Kopfsteinpflaster neben ein paar kleinen Abrollgeräuschen der Räder sonst absolut nichts im Auto, was stören würde. Wieder außer dieser Kamera, die mich gerade irre macht. Der Wagen ist einfach sehr schön ruhig, sehr leise, sehr komfortabel. Und da gibt's, was das angeht, hier im Auto nichts zu meckern. Hier knarzt und knirscht und knistert nichts, hier bewegt sich nichts, hier quietscht nichts. Einfach nur sehr, sehr schön, macht einen extrem soliden Eindruck. Das finde ich bei so einem großen Geländewagen einfach auch sehr wichtig. Das schafft einfach Vertrauen und natürlich ist es zusätzlicher Komfort. Alle, die es schon kennen, die öfter mal diese Verbrauchsfahrt geschaut haben, werden wissen, dass jetzt gleich noch mal ein bisschen stärkeres Kopfsteinpflaster kommt. Da sind wir jetzt. Auch jetzt kommen wir mal kurz die kleinen Steinchen, aber dann kommen gleich wieder die großen. Wir sind jetzt in der sogenannten Freiung in Landshut. Auch ein sehr schöner Platz. Hier ist übrigens der Weihnachtsmarkt. Wer aus der Region kommt und hier noch nicht war, Weihnachtsmarkt Landshut in der Freiung. Unbedingt angucken, ist einfach nur schön. Klein und kuschelig, aber sehr nett. So, jetzt sind wir hier in diesem alten Teil nochmal der Stadt. Und auch hier, ich roll mit dem Auto hier ganz gemütlich durch. Und wenn diese Kamera nicht wäre, wäre es hier im Auto wirklich richtig schön leise. Und wie gesagt, vom Fahrwerk her super angenehm. So, das war's mit dem Kopfsteinpflaster. Nochmal ein kurzer Blick
auf die Verbrauchswert, wo wir jetzt diese 30er-Zone hinter uns haben. 14,1 aktuell der Wert, den wir jetzt hier im Fahrzeug haben, nach 69 Kilometern. Ich fahre jetzt noch ein bisschen die Stadt und dann schauen wir mal, wie sich der Verbrauch am Ende der Stadtfahrt darstellt. So, jetzt habe ich die Stadt gleich hinter mir und hatte jetzt tatsächlich zum Schluss noch ein bisschen Stop-and-Go-Verkehr, weil da ein bisschen mehr los war vor einer Ampel. Und insgesamt kann man klar sagen, die Stadt hat nicht dazu beigetragen, dass wir weniger Benzin verbraucht haben, denn unser Durchschnittsverbrauch wird jetzt angegeben mit 14,5 Litern. Und das heißt also, Spritsparen in der Stadt funktioniert offensichtlich nicht. Jetzt geht's für mich die restliche Strecke über Land zurück zur Tankstelle und da schauen wir mal, wie weit wir das wieder drücken können bis dahin. Ich bin mal sehr gespannt. Übrigens noch ein Nachtrag zum Thema Assistenz bzw. für mich Komfortsysteme. Die G-Klasse hat übrigens serienmäßig ebenfalls immer mit an Bord die Verkehrszeichenerkennung. Und das finde ich persönlich, gerade wenn man in Ecken unterwegs ist, wo man sich vielleicht nicht ganz so auskennt oder wenn man zum Beispiel auch im europäischen Ausland unterwegs ist, auf der Autobahn, sehr, sehr praktisch, denn ich erwische mich immer mal wieder, dass ich gerade bei längeren Autobahnfahrten dann doch mal nicht mehr weiß, ist jetzt eigentlich die Geschwindigkeitsbeschränkung noch aktiv oder nicht? Ist eine neue da oder kann ich wieder schnell fahren? Und das Gleiche gilt halt auch zum Beispiel für 30er-Zonen, finde ich das super praktisch, einfach zu sehen, okay, Einblick aufs Navi und ich weiß, oder hier in dem Fall auch ins Display vorne, ins Cockpit und ich weiß, wie schnell darf ich eigentlich fahren. Das, wie gesagt, braucht man bei Mercedes in der G-Klasse nicht extra bestellen, ist immer mit an Bord. Eine Sache übrigens noch zum Thema Motor hier an Bord meines G500. Ich finde diesen 8-Zylinder 4 Liter wirklich toll. Das ist ein wirklich super schöner Motor, macht hier ein tolles Geräusch, macht einen sehr guten Job. Aber ich bin halt auch schon den 3 Liter Diesel gefahren, den reinen 6-Zylinder. Und das als 350er und letztens auch gerade erst als 400er. Und für mich persönlich passt der Motor irgendwie besser zur G-Klasse. Ich finde etwas ruhigere vom Charakter her des Diesels irgendwie passender zu so einem Fahrzeug. Ist wieder ein bisschen anders, wenn ich den G als AMG fahre, dann erwarte ich das, dann will ich diese Bissigkeit, diese Spritzigkeit haben. Aber ich finde tatsächlich, dass man in so einer G-Klasse sehr, sehr gut mit dem 6-Zylinder rein Diesel leben kann. Denn der hat auch Kraft genug. Ich glaube, als 400er sogar irgendwie um die 330 PS, also mehr als genug. Der 350er hat, glaube ich, 286 PS. Das sollte wirklich reichen. Und der macht da einen richtig guten Job. Und deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, den Diesel vorziehen. Das wird im Ausland sicherlich hier und da anders sein, aber da ich nun mal in Deutschland lebe, wäre für mich wohl der Diesel die erste Wahl. Denn ich finde, wie gesagt, passt irgendwie vom Charakter her einfach besser zum Charakter der G-Klasse. Der Kofferraum der G-Klasse, finde ich, kann sich schon sehen lassen. Denn der Wagen ist relativ hoch. Das heißt, wir haben ordentlich Platz auch in der Höhe. Das heißt hier, wir haben mit aufgestellter Rückbank 667 Liter maximales Ladevolumen. Klappe ich die Rückbank um, wächst das Ganze an auf bis zu 1941. Das ist für ein großes SUV, wie ich finde, ein sehr ordentlicher Wert. Außerdem ganz wichtig, super zu beladen, weil hier relativ flach, schön breit, alles relativ gerade. Das Einzige, was man hier so ein bisschen hat, sind rechts und links die Radhäuser, die so ein bisschen reinspielen. Aber ansonsten mal eine schöne, große, gerade hier bei aufgestellter Rückbank, gerade und kantige Fläche. Und das ist einfach fürs Laden, wie ich finde, ideal. Und um mal zu zeigen, dass man mit so einem G auch ein bisschen flotter fahren kann, mache ich jetzt mal ein bisschen mehr Gas. Keine Angst, wird nicht wild, aber nur mal zu zeigen, auch mit so einer G-Klasse kann man da 100 fahren, wo man 100 fahren darf, auch wenn die Kurven etwas enger werden, so wie jetzt hier gerade. Überhaupt kein Problem. Das Auto fährt ganz souverän seine Strecke. Ist tatsächlich zum Beispiel im Vergleich zu dem Jimny, fühle ich mich hier bei 100 deutlich wohler auf der Landstraße. Man kann den tatsächlich ganz gemütlich diese Strecken hier fahren, ohne dass man sich unwohl fühlen muss. Auch hier jetzt die Kurve lang gezogen mit 100. Überhaupt kein Thema, auch noch Reserve drin. Ohne dass man irgendwie im Auto das Gefühl hat, eigentlich ist das für einen Geländewagen jetzt gerade zu schnell. Wir haben jetzt hier nochmal eine Passage vor uns, dafür schalte ich mal auf Sport um.
liegt das Auto noch ein bisschen besser, noch ein bisschen fester. Auch hier wieder langgezogene Kurven, 100 erlaubt. Dem Auto überhaupt keine Probleme, hier gemütlich runterzufahren. Vorne wird es gleich ein bisschen enger mit der Kurve, aber da bin ich mir fast sicher oder ziemlich sicher, dass er auch das ganz entspannt macht. Auch hier ist 100 noch erlaubt. Geht er gemütlich durch. Ja, hier müssen wir jetzt runter vom Tempo wegen der Ausfahrt. Aber neben dem Sound beim Runterschalten ist es tatsächlich so, dass er das ganz entspannt macht. Da merkt man, wie gesagt, natürlich im Grenzbereich das Gewicht des Fahrzeugs, aber bei normaler, zügiger Fahrt ist es überhaupt kein Akt, mit dem G500 auch mal auf der Landstraße engere Kurven etwas flotter zu fahren. Die Liste der möglichen Sonderausstattungen für die G-Klasse und vor allen Dingen der möglichen Individualisierung des Fahrzeugs ist absolut endlos, denn die G-Klasse wird ja quasi in einer Manufaktur gefertigt und nicht klassisch am Band. Und gerade beim Thema Materialien und Farbkombinationen gibt es unzählig viele Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, hier einfach mal die Liste unserer G-Klasse, das heißt von unserem G500, die wichtigsten Merkmale der Basisausstattung und natürlich auch die wichtigsten Sonderausstattungsmerkmale dieses Fahrzeugs, damit ihr euch mal einen Überblick verschaffen könnt, was hier was kostet. So, jetzt bin ich auf den letzten Metern zur Tankstelle und der Verbrauch hat sich jetzt bei der Landfahrt eingependelt, am Schluss bei 14,7 Liter, die das Fahrzeug anzeigt, also damit ganz locker 2,6 Liter über dem, was angegeben wurde mit 12,1. Bin mal sehr gespannt, was ich jetzt nachtanke. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt mit der G-Klasse, dem G500. 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Aber bevor wir über den Verbrauch reden, einmal mal ein paar Worte zum Auto im Allgemeinen. Ich kann das nur so sagen, ich mag den G. Ich fahre den richtig gerne und auch wenn es völliger Wahnsinn ist, mit so einem Motor und so einem Schiff durch die Gegend zu fahren, weil es eigentlich keiner braucht, macht es leider richtig Spaß. Interieur vom Auto, was ich richtig, richtig schön finde, ist die Verarbeitung und die Materialien. Der ist einfach, der wirkt robust, der wirkt edel, der macht einfach nur Spaß, allein schon beim Hingucken. Dann kommt dazu das Thema Motor und Sound. Hier mit dem V8, wenn man den anmacht, hat man das erste Mal eine Gänsehaut, wenn man ihn fährt. Da ist so viel Leistung da mit den 422 PS, der macht einfach nur richtig Freude, den zu fahren. Natürlich merkt man das Gewicht des Fahrzeugs, wenn man es in den Kurven ein bisschen dynamischer angelässt, aber auch da ist der neue G wirklich super zu handeln. Das Thema Infotainment ist für mich völlig in Ordnung. Das Thema Fahrspaß steht hier einfach im Vordergrund und natürlich die Möglichkeit, mit diesem Auto wirklich Offroad zu fahren. Das habe ich schon ein paar Mal ausprobieren dürfen mit allen unterschiedlichen Motorisierungen. Wo man mit dem Auto hinfährt, mag man teilweise noch nicht mal zu Fuß hinlaufen. Wirklich klasse. Exteriordesign finde ich großartig, denn ich finde es toll, dass Mercedes das geschafft hat, den Wagen genau so hinzustellen wie die alte G-Klasse und dass man eigentlich erst beim zweiten Mal hingucken feststellt, ach, das ist doch der neue. Finde ich richtig schön, hat einfach was, um so ein bisschen Geschichte zu tragen, denn schließlich ist das Auto gerade mal jetzt 40 Jahre im Markt, also eigentlich eine Jubiläumsgeschichte. Jetzt aber zum Thema Verbrauch. Der G hier, unser 500 mit 422 PS, ist angegeben im Durchschnitt mit 12,1 Liter auf 100 Kilometer. Ich bin ihn wie immer ganz normal gefahren, so wie man so ein Auto normalerweise fährt und habe am Ende des Tages auf der Anzeige gehabt 14,7 Liter. Finde ich immer noch vertretbar. Getankt habe ich dann nicht ganz einen Liter mehr, also 15,6. Ist aber, wie ich finde, immer noch für so ein großes Auto, ja, viel Sprit, aber für die Größe und die Kraft, das ist einfach so. Wenn man die Leistung haben will, muss man sie an der Tankstelle auch bezahlen. Der einzige echte Nachteil bei der G-Klasse ist für mich der Einstiegspreis. Denn der preiswerteste fängt bei knapp unter 100.000 Euro an. Der hier meine ich bei rund 110.000. Und wenn man dann die Ausstattung noch dazu packt und ihn schön macht und ihn so macht, wie man will, wird da auch gerne mehr draus. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das Fahrzeug komplett zu individualisieren durch die G-Manufaktur. Und dann ist nach oben eigentlich keine Grenze mehr da. Aber auf der anderen Seite kriege ich für mein Geld hier tatsächlich ein einzigartiges Auto. Und was ich euch versprechen kann, denn das habe ich genauso erleben dürfen, auf der Straße dreht sich jeder nach einem G um. Noch eine kurze Anmerkung zum Thema Spritverbrauch. Wenn ihr ihn zügig fahrt, das habe ich zwischendurch auch gemacht, also schnelle Autobahnpassagen, flott über Land, dann müsst ihr auch mit einem Verbrauch von 17 bis 18 Litern rechnen, zumindest laut Anzeige.
Und da kann ich mir nur sagen, ich finde, das ist der Spaß dann wert.